Ah, Hallöchen, ihr Banausen da draußen, damit ein herzliches Willkommen zu einer Runde Tropico 5 mit dem lieben Arno Hollig zusammen. Hallo. Moin Moin. So, neuer Versuch. Ja. Schauen, dass wir mal die erste Wahl überleben. Es gab da schon so Vielleicht. ein paar Seine Versuche. Majestät hat einen äußerst Wollt ihr alle gar nicht raffinierten sehen. Plan ersonnen, um unsere Feinde. Warum ist das Spiel denn jetzt wieder so laut? Was ist denn hier los? Die Sprachausgabe, so. Mal ein bisschen leiser gemacht, so. Dann muss ich machen einen Fischerhafen, okay? So. Erstmal den Hafen. Verbinden. So. Ein Fischerhafen wollen sie haben, okay? Kriegen sie doch einen. Wenn ich irgendwo Fische habe. Ach da. Tatsächlich. Benötigt ein spezielles Meervorkommen. Mal dir eins. Ja, echt mal. So, jetzt aus Fische habe ich hier oben auch keine. Drin. Lalalala. Nee, nee. Also keine Fischis. Keine Fischis, viel Berg, kein Bergwerk. Das ist echt ein Ja, bisschen. ich hab einen richtig guten Startpunkt tatsächlich, weil ich direkt zwei Bergwerke habe. Bei mir. Aufgedeckt sogar schon. Okay. Also das ist relativ gut. Einmal Uran und einmal Gold. Läuft. So, aber ich werd mich ja natürlich nicht mit dem Fischereihafen begnügen hier. Einzeln. Ich werde wahrscheinlich noch Farmen bauen. Die Frage ist, gehe ich auf Milch oder gehe ich auf was anderes? Eigentlich Milch, weil Milch die einzige Industrie ist, die du bauen kannst. Erstmal. Einmal gucken, was die Technischer Quest Fortschritt hat. ist ein. Eine Bibliothek, ja gut. Bauen wir jetzt eine Bibliothek. Ist ja okay. Ach ja, Häuser wären auch noch geil. Ich habe jetzt schon kein Geld mehr. Ja, ich noch ein bisschen, aber es schwindet. Nimmst du eigentlich diese Handelsrouten am Anfang direkt an oder Nein. schiebst du die ein bisschen auf? Die Handelsdinger, da warte ich, bis ich zwei oder drei Häfen habe. Echt? Oh Gott, okay. Ja, weil das dann besser geht, wenn du mehrere Schiffe hast. Das ist natürlich klar, du kannst den auch jetzt, aber ich nehme die noch nicht an, weil die halt so viel auf so viel Geld kosten. Das ist auch das Problem. Ja. Und du kannst am Anfang ja auch noch nicht so viel produzieren davon, was du meistens brauchst. Meistens so, also ich nehme die meistens so, ich sag mal, so wenn so, so fast das letzte Jahr anbricht von dem Mandat, so ungefähr. Da hat man eigentlich eine relativ gute Stadt schon. Plus Ja. relativ gute Einnahmen. Sollte man haben, sagen wir mal so. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen, Ihnen dieses Anerkennungsschreiben für Ihre Erfolge im Namen. So, da haben wir die erste Mandatsverlängerung. Ich weiß, was hast du schon gemacht? Krass. Nur eine Fischerei aufgebaut. Für die erste Quest. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Und die Bibliothek baue ich gerade, sagen wir mal so. Und zwei Häuser. Und dann habe ich kein Geld mehr gehabt. Okay. Da wartet er mit der Kohle. Ja, Bibliothek baue ich eigentlich auch relativ schnell. Wie eine Forschung. So, da ist er. Ist die Quest jetzt auch fertig? Ich mache Fische. Fische wäre später in Konservendosen, glaube ich.
Was ist mit dem, ich wollte gerade sagen, was ist mit der Bibliothek? Ist die Questwelt fertig? Mein Gott. Gibt es eigentlich. Oh, boah, hast du schon was von dem Release-Termin von Tropico 6 gehört? Nee, ne? Nee, 2018. Also, 2018. Dauert, zieht sie noch. Okay. Die zieht sich noch. Was sagen denn meine Bevölkerung? Obdachlos 9. Okay, das ist natürlich nicht gut. Arbeitslos sind auch welche, das ist auch nicht gut. Die Frage, baue ich eine Farm? Kaffee könnte ich bauen. Baumwolle. Baumwolle ist eigentlich, oh, das kannst du noch später in Textil verarbeiten. Mhm. Obwohl ich ja sagen muss, dass die Farmen sowieso irgendwann weichen. Weil ich baue meistens, also ich bin ein Tropico-Spieler, der meistens seine Innenstadt um den Palast baut. Also. Lol. Guck dir mal an, wo mein Schiff längs fährt. Wo bist du denn? Oh. Ja, also, ne, also das Respekt vor dem Captain. Respekt vor dem Captain, der kann das. Experte in Sandbank driften. Ich hätte gerne einen Laden noch. Weil eigentlich auch relativ gut ist. Wenn ich ihn dann mal wieder finde. Da. Den bauen wir da mal hier hin. Da können die Leute einkaufen. Gibt da ein bisschen Kohle zurück von der Nahrung. Die Farm ist auch da. Und da kommt die nächste Phase Quest. 1 des Plans seiner Majestät. Exportieren Sie 5000 Fische. Ja, nicht so leicht als das. Mit einem Fischerding. Oh, das Öl. Oder Küste. Mach mir die Sprachausgabe mal ein bisschen leiser, weil wenn die nachher immer dazwischen quasseln, ist mal so nervig. Grüße, mein Lieber. Ich habe heute einen guten Handel für Sie. Ich habe das Gefühl, das ist richtig laut, ey. Ne? Wenn die quatschen. Also, oder ich höre auf einmal mehr oder so, keine Ahnung. Besser. Kann ich auch sagen. Kamerad Marx sagt, die Religion. Ja. Bauen Sie eine katholische Mission. Ja, die Kohle habe ich gerade. Kann man mal machen. Wenn wir mal hier die Straße weiterziehen, dann bauen wir da die Mission hin. Jetzt weiß ich wieder nicht, wo vorne ist. Ah, da. So. Da bauen wir mal noch ein Sträßchen hin. So hatte ich da eigentlich jetzt nicht geplant. Was denn? Ja, die Straße so zu bauen. Also. So wollte ich sie bauen. Geht doch. Da könnt ihr nämlich dann noch ein Wachturm hin oder so später. Mal gucken. Oh, Fische schon fast fertig. Sehr gut. Jetzt könnte ich mal noch ein, zwei Häuschen bauen. Grüße, mein Lieber. 4000. Ich habe heute einen guten Handel für Sie. Ich muss hier noch einen Tacho leiser drehen, das ist ja Hammer. Die ist ja lauter als du. Hast du Musik oder was? Oder nee, die Sprachausgabe. Ach, die habe ich fast ganz runter, dass sie nur quasi im Hintergrund ein bisschen plätschert, wenn sie dann mal plötzlich wieder reinspringt. Ja. So, kommt jetzt immer langsam ein Schiff oder was? Meine Güte, ey.
unglaublich, sowas. Dank ihrer Mühen wächst die Revolution. Ja, Revolutionäre importieren natürlich, gibt neue Bürger. Um die besten Speisen im Königreich zu finden, hat der König einen König... Mandatsverlängerung, auch immer wichtig. Ich sehe es nicht, hier dieses Schiff, okay. Da laufen sie, die neuen Bürger. Amigo? Amigo, sagt er. Viva el Presidente! Viva el Presidente! So ist das. Nicht anders. Ich glaube, wir machen noch eine Baumwollfarm. Ja, warum nicht? Zwei sind immer besser als eine. Warum kommen jetzt keine Fische an? Hast du keine Lust oder was? Keine Ahnung. Jetzt sagt der Fisch vollkommen mittelmäßig, wie sie verarschen. Gerade stand er reichlich. Schon alles abgefischt, wa? ich merke das schon hier. So super, das Schiff ist abgelegt und ich bin immer noch minus, ey. Mein Gott. Kommt ja gar nicht voran hier. Ah, jetzt? Jetzt hat er mal wieder Fisch drin. Jetzt geht er. Fischtrawler, der war noch nicht da. Großartige Neuigkeiten. Wir haben in So, wieder ein paar Häuschen gebaut. Also ich finde am Anfang das Rumgekrebs hier mit der Kohle ist natürlich immer, naja. Naja, das zieht sich immer so ein bisschen. Aber das ist bei jedem Spiel irgendwie so. Naja, bei den meisten Aufbaudinger. Das ist ja auch die größte Herausforderung eigentlich. Nicht pleite zu gehen und dann daraus was zu machen. Das stimmt, ja. Ja, pleite gehen ist hier auch ziemlich schwierig. Ich glaube, da muss ja richtig im Minus sein für. Das ist nicht 10.000? Ja, ist ja richtig im Minus. Eigentlich. Ja Gott, ich war eben schon bei 8, also. Weil ich nie ein Schiff kommt. Okay, 8 ist schon hart. Jetzt könnte man den Fisch da abholen, Freunde. Was ist da los mit euch? 11 Bürger kam an. Was sind denn für welche? Erstmal gucken. Aha. Das sieht aus wie so eine Nonne. Hola. Aus Spanien, okay. Hat mein Manuskript und nächste Forschung fertig. Ja, Wollingen. So läuft es. So, was ist mit dem Fischi hier? Achso, der kommt gerade an. Fischi! Schon wieder ein Nachfolger. Ne, du kriegst doch immer einen. Bei jedem Spiel, glaube ich. Ja, haben wir jetzt nicht schon fast exorbitant viele durch unsere ganzen neu gestartet? Du kannst insgesamt 6 haben. Ich habe 3 momentan. Wobei einer eine richtig geile Frise hat. So eine Regenbogenfrisur. Ey, was dauert denn jetzt mit dem Fisch so lange? Was ist denn los hier mit denen? Wie kein Fischvorkommen mehr? Verarschen? Also sind wir weggefischt oder was? Doch gut. Eigentlich ist der Fisch ein natürlich nachwachsendes Gut, ne? Wenn man es nicht gänzlich leer fischt, bis auf den letzten, ja. Ich weiß ja nicht, was die hier machen.
Aber ich kann keinen anderen Fischereihafen bauen, weil ich keinen Fisch mehr habe in der Nähe. Kein Vorkommen. Wer fühlt sich dabei mit der Zeit? Gouverneur! Oh, eine neue Quest. Möchten Sie eine Inquisition? Aber ich muss eine Inquisition bauen. Das mache ich doch gerne. Oh, es gab Money, Money, Money. Echt bei mir nicht. Ich bin nur noch arm. Ich bin ein armer Präsident. Hören Sie gut zu. Ich wiederhole. Ich bin noch in der Bibliothek. Kannst du dich verarschen? Boah, kostet ja auch nichts, ne? Na, Ivo. Aber der Fisch, das ist ja dreist. Ich brauch Fisch. Fische. Ah, jetzt? Fisch. Doch, tatsächlich, das wächst nach. Jetzt ist es wieder mittelmäßig. Also man muss es deaktivieren dann, oder? Nee, das ist automatisch. Achso, okay. Ja, sein könnte, das ist wie früher, kennst du noch Siedler 2, wo dann die ganzen Bergressourcen dann irgendwann noch gänzlich aufgebraucht sind. Ja, ja. Man mit den Geologen schon die kleinste Geschichte noch ausgräbt, nach dem Motto, ja, ich opfer jetzt Baumaterial, Stein und Holz, ja, nur um dann hier nochmal, weiß ich nicht, 10 Kohle rauszukriegen. Ja. Das war bei Siedler 2, weiß ich noch, das war richtig übelst nachher, wenn du alles abgegrast hast im Prinzip. Ja. Du brauchst dann noch Kohle, weil du Gold gemacht hast oder sowas. Aber das ist ja auch, glaube ich, dann ein gewolltes Ende von dem Spiel, ne? Weil wenn du irgendwann keine Ressourcen mehr hast, hast du keine mehr. Ja. Aber auch ein Schwierigkeitsfaktor, finde ich, wenn du es bis dahin nicht rechtzeitig geschafft hast, was weiß ich, im Szenario oder Kampagne die KI zu besiegen. Ja. Noch eine Quest, was ist denn los hier? Achso. Bildung ist wichtig. Warum schauen Sie mich an? Wer weiß, wo ich heute wäre, wenn ich nicht von der... auf einer der besten Universitäten der... Ich weiß nicht, bei dieser Musik kriege ich jedes Mal Urlaubsstimmung, egal was los ist, wann wir spielen hier. Ja, ich habe mal wieder Kohle gekriegt, jetzt kann ich die Inquisition bauen. Wo ist denn die wieder vorne? Ja, das ist bei dem Gebäude natürlich sehr geil. Ach, da glaube ich, oder? Ich würde da sagen so. Wollen wir sie mal dahin. Schön gegenüber von den Wohnhäusern. Können Sie direkt mal gucken. Oh, was für ein Ausblick. Wenn sie nicht spurten, dann kommen sie da rein. Ganz einfach. Ja. So, da kommt hier noch eine schöne Straße hin. Ich habe eigentlich gleich meine Fischquest eigentlich fertig. Ich glaub's ja nicht. Juhu. Wir haben soeben heraus... So, wo brauche ich denn meine Produktion dann hin? Ich würde sagen, hinten brauche ich Tourismus. Wie erwartet ist die Inquisition gekommen. Wir benötigen jedoch jemanden, der sie anführt. Einen Großinquisitor. Ja, Mandatsbelehrung nehme ich erstmal. Scheiß auf die Revolutionäre gerade. Aber wenn ich gerade Mandatsverlängerung auswählen kann, nehme ich die. Na, nicht auch immer so. Oh, jetzt kommt wieder Kohle rein. Jawohl, Kohle, Kohle, Kohle. Money, 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 money. Und dann bauen wir mal die zweite Bibliothek, warum auch immer. Missionsvorgabe, oder warum? Ja. Okay. Deswegen sage ich ja, warum auch immer. Warum auch immer eine zweite. Hier oben könnte ich die Produktion hinbauen. Oder hier auf dem Berg. Ich glaube, auf dem Berg ist besser.
Straße hinbauen. Will ich hier nämlich noch einen Hafen hinsetzen? Ja. Muss jetzt schon sein, ja. Zweiten oder was? Nein, nein. Ich plane nur. Hat der jetzt nicht den ganzen Fisch genommen? Willst du mich verarschen? Da waren aber über 1000 drin. Willst du mich verkohlen? Wo ist er hin? Der Fisch wurde unterschlagen. Der Fisch wurde unterschlagen. Der im Hafen war. Haben schon weggefuttert. Tja, was ist er denn? Präsidente? Xavier Moreno. Was ist das für einer? Na toll. Ich hab doch schon eine. Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Guten Tag. Ja, dafür darf ich jetzt zwei katholische Missionen bauen. Ach, die Anführerin ist das okay. Was? Du darfst in zwei Bibliotheken bauen, dafür darf ich jetzt zwei katholische Missionen bauen. Ja, super, wenn es halt günstiger erwischt. Die kostet nur 2000. Na, Jung, die Geld ist Geld, ne? Ja, 2000 im Gegensatz zu 5000 ist schon ein Unterschied. Ja. Einen Kerker brauche ich auch noch. Inquisition, ne? Ist schon cool, die Inquisition. Egal, unsere Folge ist zu Ende. Oh, jetzt schon? Danke. Ja, ich habe eine Pause gemacht. Du darfst dann. Jo, Freunde, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Link zum Banausen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bis dann, macht's gut und rumlum, muss. Ciao.